Lost Ghost. Diese Geschichte erzählt vom kleinen Brandon. Seine Geschichte beginnt fröhlich. Er ist auch kein armes Kind, nur ein kleiner Junge, der auch dein Nachbar sein könnte. Er war immer glücklich, bis zu diesen einen Tag. Es war der 21.07.2005. In der Nachbarschaft ertönten des Nachts die Sirenen. Feuer. Als das Feuer ausbrach, waren er und seine Eltern im selben Zimmer. Der Vater versuchte, seine Familie aus dem Feuer zu führen. Aber die Flammen drangen die Familie sogar noch hoch in die obere Etage. Als der Vater einsah, dass es kein Entkommen mehr gibt, umarmte er den Sohn und warf sich mit ihm und seiner Mutter zu Boden. Er und seine Frau bedeckten den Sohn nun vollständig. Er griff nun zu einer Decke und umhüllte sich und seine Familie. Das Feuer hat sie nun umkreist. Die Rauchentwicklung ließ Brandon dann schließlich in Ohnmacht fallen. Nun träumt er. In seinem Traum ist er in einem dunklen Raum. Seine Eltern stehen neben einer Tür. Seine Eltern sagten mit warmer Stimme: Lass uns gehen. Er wollte gerade mit seinen Eltern den Raum verlassen, doch plötzlich fiel er durch den Boden in die schwarze Leere. Als er aufwacht, liegt er im Park, am Boden. Er hat keine Ahnung, wie er hergekommen ist. Das letzte, woran er sich erinnert, ist das Feuer im Haus. Nun saß er da ganz alleine und verlassen. Er war noch nie allein, schon gar nicht des Nachts im Park. Wie er so in Gedanken verschwand und an seine Mutter denkt und ihm sogar noch gesagt hat, wie sehr sie ihn liebt und nie verlassen wird. In diese Gedanken kullerten ihm die Tränen über das Gesicht. Nun war er allein, also musste er nach Hause finden. Er sah einen Obdachlosen und wollte ihn fragen, wo er ist, doch der Mann ignorierte den Kleinen und trank seinen Alkohol weiter. Etwas genervt ging er so durch den Park und sah dann eine Bushaltestelle. Nun, dachte er, er käme doch endlich wieder nach Hause. Doch leicht verstört musste er feststellen, dass er nun in einer anderen Stadt ist. Und wieder verließ ihn der Mut. Ich finde niemals nach Hause. Und schluchzte. Schließlich weinte er sich nun in den Schlaf. Am nächsten Morgen wachte er so gegen Mittag auf. Komisch war, dass ihn niemand aufweckte, denn es gingen doch so viele Menschen hier herum. Der Park war jetzt auch voll mit Menschen. Er sah auch ein Mädchen mit ihrer Mutter. Das Mädchen sah ihn und rannte auf ihn zu. Du, wollen wir gemeinsam spielen? Und lächelte dabei. Aber dann rief die Mutter: Lindsay, was machst du dort? Komm wieder her. Etwas traurig ging er dann in den Kiosk, um nach dem Weg zu fragen. Aber die Kassiererin wandte sich nur von ihm ab. So suchte er dann selbst eine Karte. Oh, wow, das ist mit dem Bus nur 10 Minuten entfernt. Endlich mal gute Neuigkeiten für ihn. Nach 10 Minuten Fahrt war er bei sich zu Hause. Nur das Haus war total verbrannt. Und er war richtig geschockt. Nun saß er mehrere Stunden vor der Haustür und weinte. Da, mit dem Wissen, dass alles doch kein Traum war, er ging nun zum letzten Ort, wo sie sein könnten, aber nicht wirklich will, dass man dort geliebte Menschen wiederfindet. Nun stand er vor den Grabsteinen und brach in Tränen aus, mit dem Wissen, sie nie mehr wiederzusehen.